Wir haben noch ein Video offen, was ich mir anschauen will, und zwar von den Naturensöhnen des Stelzen aus Part 5. Wird es sturmsicher? Wenn ihr wissen wollt, wie es heute weitergeht, dann bleibt dabei. Taschen, Leute. Taschen. Wir sind wieder draußen und heute geht's weiter mit dem Stelzenhaus. Das Dach haben wir beim letzten Mal schon raufgeknallt und haben dann natürlich direkt gefragt, womit soll es als nächstes weitergehen. Und es ist ja 50-50 gewesen. Wir werden jetzt mit den Wänden weitermachen, einfach weil es uns als nächster logischer Schritt erscheint, ja, dass da wirklich oben... Ich glaube übrigens, jetzt als nächstes bauen die oder haben sie schon gebaut die Hängebrücke, ne? Ordentlich abzusichern. Ja, sonst sterben wir und fallen runter und das ist nicht so gut. Deswegen Wände. Folgender Plan. Wir machen das ein bisschen anders. Die Seiten links und rechts werden mit dickeren Stämmen, die haben wir von damals... Boah, wie viel geiles Material die da rumliegen haben. Diese ganzen Stämme, Alter, das ist halt so geil. Da kannst du so nice mit bauen. Noch gelagert hier. Und ein paar haben wir noch hier. Ja, werden wir die beplanken quasi, bis ungefähr diese Höhe, damit man nicht runterfällt. Mhm. Und vorn und hinten, werden wir aber dünnere Stämme nehmen. Zum Beispiel die hier, schon vorbereitet, und hier welche. Alter. Das sieht vielleicht ein bisschen von der Struktur ein bisschen geiler aus, weil man nicht überall das Gleiche macht. Und ganz ehrlich, so viel Material ist halt auch gar nicht am Start. Deswegen nehmen wir jetzt einfach die Reste sozusagen. Ja. Und das sind halt teilweise dicke, teilweise dünne. Und deswegen werden die jetzt einfach verarbeitet. Bevor wir das hier aber festmachen können, das ganze Baumaterial, muss es erstmal erastet werden. Ne? Frage ist, wie machen sie es fest? Paracord knüppern, Nägel. Ich tippe auf Nägel. Nägel machen eigentlich am meisten Sinn, oder? Wenn du so richtig fette Wände machst. Bei meinem Baumhaus damals habe ich es ja mit Schnur einfach gemacht. Ja, wohl, wenn du eine geile Taktik machst, also wenn du nicht jeden einzelnen Ast festknotest mit einem Stück Seil, sondern quasi immer ein Stück, also ein langes Seil nimmst, festmachst, reinlegst, rüber, wieder reinlegst, rüber, dann geht das mit dem Seil eigentlich auch ganz gut. Mal gucken, wofür sich entscheiden. Da muss ich mal kurz ein Wörtchen mit hier ein paar Klugscheißern und am letzten Kochvideo sprechen. Jetzt. Oh, was denn? Die Dinger, die wir da hatten, Freunde, waren Lachsforellen. Was hat die gesagt? Lachsforellen sind eine Typbezeichnung für 4 verschiedene Forellenarten. So nämlich, AMK. Eine handelsübliche Bezeichnung für 4 verschiedene Forellenarten mit Verkaufsnettogewicht über 1,5 Kilo. Gerrit, kurz am Ragen, einfach kurz ein bisschen am Ausrasten, muss erstmal ein bisschen Druck ablassen. So, Freunde. Was haben die denn? Warum? Was haben die gesagt? Da waren wieder so... Ja, kennst du, das ist halt das Internet. Ja. Das sind keine Lachsforellen, das sind Regenbogenforellen. Ich glaube auch, genauso haben die das geschrieben. Genauso saßen die vorm PC und haben das genauso. Naja. Aber keine Angst, Gerrit. Die Hälfte der Leute, die du gerade ansprichst, haben sich auf jeden Fall auch schon wieder hier im Chat verirrt. Aber irgendwie finde ich es auch schon wieder lustig. Ja, mag ja sein. Aber das sind wirklich Lachsforellen. Ja, handelsübliche Bezeichnung. Ist wirklich die handelsübliche, eigentlich heißt es ja, das ist die gemeine Lachsforelle. Das haben wir auch gemacht. So, Freunde, fangen wir mal mit dem dicksten an hier. Was ist das hier? Also, Plan ist, dass wir nicht draufgehen. Sehr gut. Ich kann es ja hier eh bündig anlegen. Ich würde es auf der anderen Seite bündig legen. Ah. Weil? So, da geben wir jetzt dem Andi mal kurz Bedenkzeit. Düm, 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 düm. Weil wir Rechtshänder sind und mit rechts sägen, oder was? Ja! Oh, krass. Gut, okay. Dann muss ich den ganzen... Na, kein Problem. Ah, das ist clever. So. Stimmt, das ist echt clever. Okay, dann also hier bündig. Ja! Oh, da ist ja noch ein fetter Ast. Ja, perfekt. Und der muss fett weggemacht werden. Der ist doch nicht dick. Kienspan. Wir hatten das nicht ordentlich entastet, Alter. Welche Wurst. Kannst direkt hier nach oben auch noch machen. Riech, das ist Kienspan, mein Junge, riech! Wo ist da oben einer? Gold des Waldes! Aha, komm hier ran. Ist das gefährlich? Ja, easy. Ne? Hast du noch kürzere Nägel vielleicht? Nee. Nägel, ne? Ja, doch, okay. Ja. Konnte ich mir denken, das ist wahrscheinlich die stabilste Variante. Einfach rannageln den Lachs. Das ist schon geil, was. Aber jetzt nimmt es gerade krass Gestalt an, so, ne? Weil man. Weil es nicht nur noch so ein Gestell mit Dach ist, sondern jetzt wird es so richtig wohnlich plötzlich. Wenn man das so sieht.
Geil. Die erste Seitenwand steht schon mal. Alter, das sieht schon ziemlich akkurat aus, muss ich sagen. Ja, ist geil. Gefällt mir richtig gut. Zack, nochmal von außen, Alter, stark, wie das stark aussieht, ey. Geil. Sammy fresh. Schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Mhm. Oh, ist hier los? Feuerholz? Nee. Doch, sag ich doch, ja. Oh, jetzt wird aber richtig gezaubert hier, Ravioli aus der Dose, Mensch. Jetzt erstmal Mittagspause, was gibt's? Die guten, pikanten Ravioli. Beste, wirklich, oh. Hätte ich gerade Bock drauf. Ah, nee, da ist ja Fleisch drin, oh, ich spasti. Naja, schade. Pünktlich zum Essen fängt es auch an zu regnen, ihr hört's vielleicht, Schneeregen so ein bisschen. Jetzt ist ganz geil, was Warmes zu essen. Ravioli, kalt, Festival essen, oder? Da, wo, bei wem kommt Feelings auf? Ah. Jetzt wird natürlich direkt weiter geackert. Die nächste Seitenwand steht an. Mhm. Und jetzt mit diesen Hoshis hier. Ist alles ein bisschen müde. Ich überlege gerade, ist der einzige Eingang dann eigentlich über die Hängebrücke schon, ne? Die haben keinen zweiten Eingang, sondern du kommst da wirklich über die Hängebrücke darauf. Aber es wird ganz geil aussehen. Also jetzt die dicken, dicken Stämme. Ich leg dir ein paar Nägel hin, ja? Ja. Cool. Ah, die kommen jetzt von außen ran? Ja, stimmt, müssen ja. Was war jetzt, Alter? Schock. Hab das Ding nur angehoben. Spinnst du so zu schreien? Dann haben die auch die Leiter Seite zu mir, ne? Ja, eigentlich mir direkt Sorgen gemacht gerade. Achso, ja. Schieb, 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 schieb. Schieb, 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 schieb. Na gut, wenn die Stämme dicker sind, geht es natürlich auch deutlich schneller, ne? Fast. Ah, ist der zu kurz? Ja, warte, aber, oh, oh, oh. Ja, fast. Oha. Das ist doch gut so. Ja, klar, voll. Echt? Du hast krass schon angeblich so Nägel hingelegt. Ja, dahinter. Ah, perfekt, da komme ich ja super ran. Stimmt, bald nicht mehr. Okay, muss noch ein bisschen zu mir. Siehst du, weil ich jetzt gerade das Dach so sehe, die wollen ja sicherlich noch eine Plane drauf machen. Ich finde es ein bisschen zu flach, ne? Es könnte so, der Winkel könnte ein bisschen stärker sein. Aber... Ey, wenn die hier eine Plane drauflegen wollen und, na gut, ich weiß nicht, ob die dann Moos noch drauf machen oder nicht, wahrscheinlich eher nicht, weil man sieht es ja eh nicht. Aber da, Alter, überleg mal, wie hoch da, was ist das denn, das 6 Meter, Alter? Da musst du ja erstmal irgendwie hochkommen, um da eine Plane drauf zu legen. Hier. Hier war doch schon mal ein Nagel drin. Zu mir. Ja, stopp, hör mal auf, hör mal auf. Ja, das, so ist bei mir bündig. Mir doch egal, bei mir muss bündig sein, bei dir wollen wir noch absägen. Ach so, gut. Haben wir so gesagt? Gut, top. Wäre immer schwerer, die Teile hier. Oh. Ja, aber Gerrit ist eine Maschine. Er ist ein richtiger Berserker. Oh, der ist aber jetzt echt krass. Berserker. Ich rede nicht. Ja. Wer kennt den Song von Dannheim? Alter, ruhig. Vielleicht denken wir den bei dir nicht so ernst bündig, weil er da so ein bisschen gurkig bei dir ist. Weißt du, was ich meine? Ja, wie du willst, ne? Also hier ist er halt perfekt. Na, dann lassen wir ihn jetzt einfach so. Wir können auch beide Seiten ab. So, warte mal. Da muss er jetzt nicht abgelenkt werden bei mir. Hä, hey, was hat denn da Andi überhaupt für Stiefel? Hä, hey, was ist denn da? Ah nein, das ist die Hose, die hier so rüber geht. Ich dachte, dieses grüne Teil gehört noch zum Stiefel. Ich merke gerade, nachher kann ich ja gar nicht mehr das, was ich jetzt mache, machen. Das ist richtig. Das ist richtig, Andi. Oha. Oha. Eigentlich, und mit nachher meine ich? Eigentlich jetzt schon. Kannst du den Stamm kurz halten? Mann, ey. Andi, der kennt wirklich auch, der kennt keine Grenzen. Na, eigentlich stellen wir sowas hier nicht online. Nee, das wäre höchst unverantwortlich. Ja. Mein Linker, oh, er will nicht. Oh nein! Gerrit, das darf nicht passieren. Ah, wirklich sehr gelenkig, der Herr. Was passiert denn hier schon wieder? Ja, ein kleiner Cut rein, ein bisschen Bäume filmen, ein bisschen Vogelgezwitscher. Delfine. Ein bisschen weiter zu mir noch. Ja. Forelle rot. Ey! Was? Forelle rot, AMK. Reicht, ja? Ja. Was? Gut, dann jetzt Befestigung. Ach ja, geil. Schönes Projekt. Stark. Ah, eine kleine krumme Banane hier. Aber geht noch. Leute, ihr macht euch keine Vorstellung, wie anstrengend das ist. Ach, glaube ich. Und wie gefährlich das war. Ist das... Oh, mir fehlen die Worte. Ach, das ist geil. Geil, wolltest du völlig machen. Krank.
Wie fühlst du dich da oben so? Wie fühlst du dich da oben so? Sicher. Es ist jetzt auch dadurch schon total versteift. Das ist krass. Geil. Also hier oben noch nicht, logischerweise, aber dieser rechte Winkel hier, der hält ja schon mal alles. Jetzt sehe ich gerade, man könnte jetzt hier außen auf die Wand, das würde, glaube ich, ganz cool aussehen, wenn ihr hier von da nach da jetzt so die Hölzer, also Dreieck? Hier zwei Dreiecke reinziehst. Nee. Außen. Hier, was, so? Genau. So? Ja, nee, so quasi, also so, ich zeig's euch mal, so. Ah, so, ja, ja. Und so. Ja. Kann man ja machen. Weil Platz haben wir dazwischen noch. Naja, aber lass es mal machen, das ist, glaube ich, geil. Ja, cool. Achso, da noch absägen, siehst du? Genau, ja, auf der anderen Seite auch noch. Okay. Alter, einfach Zaubertrick, noch eine Wand. Es ist vollbracht, bumm. Es ist vollbracht, Geld gut investiert, CL 500 ab jetzt wird radiert. Wie geht's weiter? Ich wollte Danke sagen, danke für den Krankenwagen, irgendwie sowas, ne? Neuer Tag, neues Glück, Wand steht. Wir haben jetzt hier oben ach, krass, zwei Dinge eingezogen, einfach damit es geil aussieht. Ja, finde ich gut. Und das haben wir überall gemacht. Warum haben wir jetzt hier Querbalken nochmal eingezogen, oben zwei Stück? Weil wir so eine Fensteroptik haben wollten, im weitesten Sinne. Und das haben wir damit. Da finde ich geil, ist nochmal abgeschlossener mit dem Dach und so weiter. Ja, das gefällt mir. Einfach. Man kann trotzdem, wir wollten eigentlich erst mehr machen, aber Gerrit ist so groß, der kann da nicht rausgucken. Ja? Und deswegen ist das ziemlich optimal. Ihr könnt jetzt hier, oder wir können hier rausgucken und trotzdem hast du quasi hier so eine Fensteroptik. Ja. Schick. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Jetzt gilt es noch, diese Wand hier zuzumachen. Übrigens, wir haben ja auch noch so einen Querbalken eingezogen, haben wir drüben auch gemacht. Stimmt, ja. Da wird es dann auch noch passieren, dass wir dann quasi hier noch Dings einziehen. X'e, V's, ihr. Dreiecke? Ihr wisst genau, was Ding. Dreiecke. Damit hier das nicht mehr ist, ne? Hier so wackel. Ja. Genau, jetzt von hier unten nach da oben wieder Hölzchen. Ist schon Abfahrt. Anni kümmert sich jetzt da unten um das Zusägen der Wandstämme. Du sprichst aber schön deutlich. Ich habe mir vorgenommen, jetzt etwas deutlicher und vorbildliches niedersächsisches Hochdeutsch zu sprechen. Vorbildliches niedersächsisches Hochdeutsch? Was? Ja. Ein Augenblick wegen Wackel. Genau. Wir schreiben. Sie festgetackert. Boah, stell dir vor, die hätten so eine Nagelpistole, Alter. Die müssen das Dach halt noch dicht machen. Oh, die sind aber sehr dünn hier, die Stämme, ne? Ja, also geiler finde ich so die Seiten, ne? Die Seiten hier, das ist so eine schöne Stärke, das sieht cool aus. Das sieht ja so ein bisschen aus wie Salzstangen. Aber gut, muss auch verwurschtet werden, ja? Das hilft ja alles nichts. Ja, doch, ist auch zack, gut. Und die nächste Wand steht. Ja, ist auch gut. Alter Schwede. Aber war doch eine gute Entscheidung, vorne und hinten kleine Stöcker zu nehmen. Ja, sieht doch einfach stylisch aus. Jetzt, wo es abgeschnitten ist an der Seite, sieht gut aus, ja. Das ist echt brutal. Also jetzt hat man ein Gefühl der Sicherheit, möchte ich mal sagen. Weil jetzt ist alles schön hier, ne? Geländer, aber das Dach müssen die halt irgendwie noch super dicht machen, ne? Siehst du ja da. Jetzt ist das einzige Sorgenkind, in Anführungszeichen, was wir noch haben, das hier. Ja. Das muss jetzt noch versteift werden, das werden wir jetzt auch noch machen. Ja. Und oder einfach nicht dran wackeln. Einfach auch nicht dran wackeln, dann passiert das auch nicht. Dann zeigen wir euch nochmal eine andere Sache, die noch ein viel größeres Sorgenkind ist, was mich gerade ein bisschen nervt. Boah, Alter, guck dir diesen Turm an. Ey, erinnert mich gerade an DayZ, ne? An diesen Beobachtungsturm so ein bisschen. Die Querstreben sind rangemacht. Ah, okay, da haben die jetzt. Dadurch haben wir jetzt einfach viel weniger Spiel in die Richtungen hier. Auch nochmal aus der Perspektive. Ja. Also, es ist schon. Ja. Dreiecke sind einfach drum. Ich weiß nicht, ob ich es optisch so geil finde. Aber vielleicht ist es einfach wichtig, ne? Richtig geil. Vorne haben wir es mit Absicht nicht gemacht, weil. Nochmal als Information, hier kommt die Hängebrücke herüber. Ja. Und hier links soll das Fenster offen bleiben, weil es einfach hier der Blick zum Camp ist. Ja, okay. Ist trotzdem stabil und so weit so gut, würde ich sagen. Andi stand hier vorhin auf dem Ding nämlich drauf. Und das ist das Sorgenkind, was ich vorhin gemeint habe. Der steht ja jetzt schon ein Weilchen, weil sich das Projekt Stelzenhaus eine Weile hingezogen hat. Und oha. Ey, der ist auch locker hier unten. Da müssen wir nochmal genau entgegengesetzt noch mehr Verstrebung machen. Ja. Vielleicht, worst case, müssen wir das Ding nochmal neu bauen. Nee. Stabiler, dicker, größer. Stabiler, dicker und vielleicht auch parallel zum Turm dann. Ja. Oh nee. Ja, wissen wir noch nicht. Also müssen wir nochmal im Auge behalten, aber das ist auf jeden Fall auch noch eine Sache, die wir annehmen müssen. Leute, wir haben hier immer noch eine... Ja, einfach noch ein paar Stämme ran, ein paar Nägel, das zieht sich. Frage an euch.
Dass im nächsten Video die Hängebrücke endlich gebaut wird, ist ja, ja klar. Ja, aber was ja. darf im Innenausbau auf gar keinen Fall fehlen? Schreibt's mal in die Kommentare. Nochmal. Was kann im Innenbau oder was darf da nicht fehlen? Naja, also ganz klar Ablagemöglichkeiten. Haken, kleine Brettchen, Regale. Ich würde es geil, pass auf, ich hau jetzt einen raus. Ich würde es geil finden, wenn die natürlich dort oben kochen können. Eine kleine, stellt euch mal vor, die hätten irgendwie die Möglichkeit, eine Mini-Lagerfeuerstelle oder naja, oder irgendeine Stelle, die die bauen, wo man wenigstens einen Hobokocher machen kann, dass sie da oben quasi so autark sich versorgen können. Vielleicht irgendwo noch einen Wasserkanister, den die oben reinbauen, ein bisschen verblenden, dass du fließend Wasser hast, um dir die Hände zu waschen. So, das würde ich schon geil finden, wenn du da oben so ein kleines mini-autarkes Ding hast. Du hast Wasser, du hast eine Kochstelle, du kannst pennen, du kannst lagern. Das würde ich, glaube ich, feiern. Wir sind auf jeden Fall mega hyped auf die Hängebrücke nächste Mal. Da bin ich auch gespannt. Das wird doch mal ein krasses Projekt, ey. Ja, ja. Mal sehen, ob wir das schaffen. Wenn ihr das Rumgekrebel an dem Ding nicht verpassen wollt, wie immer nächsten Samstag 10 Uhr einschalten. Also bis dahin. Ciao. Nice, Alter. Ja, geil. Daumen nach oben. Schaut bei Natur und Sinn vorbei. Ich bin sehr gespannt, wie das Projekt hier weitergeht mit der Hängematte. Hängebrücke.